Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Belfast The Breath of Winter. Im letzten Teil haben wir die zweite Schatzkammer gefunden, die innere Stadt so im Südwesten erforscht und sind eine Stufe aufgestiegen. Und los. Und jetzt, wir haben im letzten Part ja diesen Char Arduin gefunden. Der sieht sehr, sehr interessant aus, dieser Typi. Deswegen möchte ich ihn natürlich auch direkt angreifen. Lichtgläubige! Es gibt schlimmere Arten zu sterben. Kommt her! Es gibt schlimmere Arten zu sterben. Okay. Feindlicher Angriff! Wenn du unbedingt sterben willst, dann nein, mein Eiserner. Danke. Verstärkt die Deckung! Los, stirb! Sie sind überall! Gut, er ist tot. Er hat sogar was fallen lassen. Sie sind überall! Feindliche Angriffe! Na gut, wir haben in letzter Zeit schon öfters gegen andere... Oh nein. Verstärkt die Deckung! Wir haben schon öfters gegen... Schlagt sie zurück! Gegen Leute mit... anderen, also mit besonderen Namen gekämpft, wo wir eine Rune von gekriegt haben. Vielleicht ist es diesmal auch so. Das war bei Gultag so, das war bei Kyra so. Imperialer Meisterassassine, Beinlingen der Paladine. In Stufe 21, aber ich will eigentlich lieber eine Robe haben, weil Ruben sind cool. So, dann schauen wir mal, was du hast. Schars Essenz. Wunderbar. Schars schlafender Runenstein. Okay. Lass den maskierten den Runenstein des Dunkelelfen erwecken. Wunderbar. Wir haben 5 Schädel müssen sich mal. Ja. Alles klar. Dann machen wir das. Wie gut das. Es ist so. Es ist wahnsinnig praktisch, dass der Maskierte genau hier jetzt ist. Huch! Ein Händler? Noch ein Händler? Händler, was? Schlagt sie gibt's Händler? Und zwar Händler aus allen, von allen Rassen? Für die Rune! Mach den mal fertig. Macht mal den Nekromanten kaputt, der nervt mich. Schlagt sie zurück! Zum Angriff. Danke. Und jetzt macht einfach mal die ganzen Goblins kaputt. Schlagt sie zurück! Verstärkt die dürfen ja nicht so schwierig sein. Sie sind überall! Und jetzt den Klingentänzer. Yes. Komisch, dass es hier Händler gibt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet in diesem, ja, sagen wir mal, Klima. Für die Rune. Hier geht's anscheinend zu diesem Portal in die Glutfänge. Da gehe ich aber noch nicht hin. Die werde ich dann später machen. Schlag sie zurück! Schließ die Reihe! Ich glaube, in diesem Video für die Rune. Will Lena endlich mal ihre Rache haben. Aber da müssen wir uns noch ein wenig gedulden, meine Liebe. Außerdem, Rache ist eine gefährliche Emotion. Oder nicht Emotion, aber Rache ist ein gefährliches Gut. Das sollte man nicht von sich übermannen lassen. Sich davon übermannen lassen, so. Weil sonst kann es passieren, dass man konsumiert wird. Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Erstmal den Klingen wir. Hier sind... Ich finde es immer noch toll, dass hier Händler sind. Gibt es hier noch mehr Händler? Sind hier oben vielleicht noch ein paar? Hier scheinen keine Händler zu sein. Das ist sehr merkwürdig. Dass die mir auch nicht als blaue Punkte auf der Karte angezeigt werden. Ist das ein Bug? Was wünscht die Rune? Oh. Gut. Vorwärts. Sie greifen uns an. Wo greifen die uns an? Oh! Für die Freiheit! Da. Verstärkt die Deckung! Gut, okay. Ich dachte schon. Schwerer Rotbogen. Ich krieg lauter schwere Rotbögen. Schnell! So, die Goblins mal auslöschen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Oh Mann, ich hatte gehofft, dass ich Dämonen nie wieder sehen muss. Die haben mir schon gereicht, als ich im Spalt war in Belfast Order of Dawn. Dann halten, aber nein, das ist anscheinend nicht genug. Für die Freiheit.
So. Schließ die Reihen. Dann zeig mal, was ist in dieser Truhe? Schulterplatten eines Prinzeps und ein grauer Blutedelstein. Wunderbar. Wie viele Teile eines Prinzeps muss ich denn noch holen? Ach so, ich muss erst noch mit dem Masketenring. Na gut, dann mache ich das gleich. Was hat er denn? Okay, Weißmagie-Zauber, die kann ich dann gleich mal verkaufen hier, die ich habe. Was hast du? Für 15, ja, Stufe 14, toll. Ah, du hast ein Knochenschnitzermesser, muss ich mir merken. Ah, du hast Elementarzauber. Eisschild. Du hast nur hohe Zauber. Na gut, ich verkaufe dir trotzdem meine. Damit ich ein bisschen mehr Kohle habe. Ich habe genug Kohle, aber egal. Hoffentlich kommen, wie gesagt, noch mehr Händler. Das wäre echt blöd, wenn nicht. Ich frage mich halt nur, wie können die da in der Lava stehen, ohne zu verbrutzeln? Na gut, aber... Schnell! Sind ja auch... Sind ja auch, Diener des, Diener der Nacht, ne? Deswegen sind die wahrscheinlich etwas anders. So, ich werde jetzt noch den Feuermeister erledigen. Und dann werde ich mit dem Maskierten reden. Meister Stufe 20. Ich habe irgendwie Bammel vor dem, echt. Ich werde dem mal... Aha. Ach so, das ist der, der nur... Ja, genau. Gut. Und bleib so. Auf mein Kommando. Bleib eingefroren. Ich werde dich so mit Eispfeilen überlöchern. Sie sind Kyra ist nämlich auch eine Eispfeilmeisterin, musst du wissen. Warum ist Jarvis... Angriff. Okay, das dürfte es gewesen sein. Der Feuermeister ist tot. So. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Der arme Jarvis. Das war jetzt etwas antiklimatisch. Ich habe mir den Kampf schlimmer vorgestellt. Auf mein Kommando. Okay. Und los. Ihr geht hier hin. Ja, das ist jetzt blöd. Danke. Arin, spende leite mich. Okay, hallo Herr Maskierter. Mal sehen, ob du auch lagst in auf diesem neuen PC. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir das letzte Kapitel eurer interessanten Reise entgehen lasse. Ihr hättet mir gefehlt, alter Mann. Keine Götzenstatuen hier? Oh, spott nicht. In meinem Alter wird man nun mal etwas wunderlich. Okay, ich traue ihm immer noch nicht, aber immerhin kann ich ihn jetzt in Runenstein erwecken lassen. Dieser Runenstein bindet einen Dunkelelfen. Ich erwecke ihn für euch. Ihr, die Norcane sind gute Streiter. Macht euch seine finstere Kraft zunutze. Vielen Dank. Dieses Metallteil könnte euch auch interessieren. Ein eiserner Anführer, ein Prinzeps. Seltenes Gut. Diese Monstren waren die Generäle der Eisernen Horden. Seine Vernichtungskraft ist unschlagbar. Finde die anderen Teile. Es müssten noch drei weitere sein. Und einen Runenstein. Dann erhaltet ihr einen Kämpfer, wie es keinen zweiten gibt. Alles klar, vielen Dank. Ich find's immer wieder gruselig, wie du wirklich immer lägst, wenn ich mit dir rede. Okay. Stufe 22, ja stimmt, er war ja auch Stufe 22, als ich ihn besiegt habe. Okay, da müssen Stufe 23 sein. Ist hier vielleicht jetzt andere Händler? Händler, denen ich meine Mentalmagie-Sachen verkaufen kann? Nein? Keine? Na, vielleicht kommen die ja noch wieder. Ich hoffe es. All is klar. Und los. Lena, dann heißt es jetzt wohl... Und los. Zeit für Rache ist nah. Aber erstmal Kyra. Mach den Goblin kaputt. Gefährten, steht mir bei. Oh. Ups, ich hab Grimm getriggert. Und los. Okay, das war jetzt nicht meine Absicht. Es kam nämlich noch eine Katze. Ich hoffe, es kommt jetzt noch eine Cutscene. Sofort. Haben wir sie noch eine Cutscene? Okay, das war jetzt nicht so geplant, um ehrlich zu sein. Schließt die ein! Haltet durch, Männer! Das ist nicht so geplant, Leute. Nee, absolut nicht. Na los, Lena, komm! Lena, komm her!
Und los. Ich muss diese Cutscene auslösen. Ich habe nämlich Angst, dass ich sonst wirklich was richtig, richtig böses Scheiße. Haltet durch, Männer! Kann es sein, dass ich das Spiel jetzt gerade... Hier. Haut ab. Mir Seriously, nach. Haut ab. Schnell. Was zum Geier? Ich wollte Grimm nicht schon triggern. Soweit ich weiß, kommt da eine Cutscene. Ach Gott. Okay. Mir nach. Okay. Ich speichere jetzt vorher. Oh Mann. Das war nicht geplant. Das war absolut nicht geplant. Wie gesagt, ich glaube, da kommt eine... Was ist die Rune? Geht da weg! Seid ihr deppert oder was? Sofort. Ihr seid anscheinend deppert. Die Rune ruft und ihr bleibt da. Wird Jarvis, ausgeführt. Du gehst hier hin und bleibst auch da. Ich rufe euch erst, wenn ich euch brauche. Manometer! Wollen die sich schon auf Grimm stürzen? Das ist Lenas Sache, Leute. Auf meinen Befehl. Auf meinen Befehl, genau. Ihr geht jetzt hier in die Mitte. Die Rune? Unverzüglich. Und haltet euch. Danke. Ich hoffe, er wird jetzt getriggert. Lena! Okay. Ich hoffe echt, dass er jetzt getriggert wird und ich bin nicht... Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Hier kam noch immer eine Cutscene. Was ist denn los? Leute, ich glaube, ich habe das Spiel gebuggt. Ich werde mal nachgucken, was jetzt los ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Cutscene kommt. Mach mal kurz einen Schnitt. Und ich melde mich gleich wieder, wenn ich das Problem gelöst habe. Bis gleich. Okay, ich bin, zwar richtig informiert, aber die kommt erst später. Mann, ich bin wieder so verwirrt, was dieses Spiel angeht, weil ich es schon so ewig nicht mehr gespielt habe. Ja, dass ich, keine Ahnung, also ich probiere es jetzt mal einfach so, einfach gegen Grimm zu kämpfen. Und, Ja. Folgt mir. Auf ihn, meine Freunde. Auf ihn. Macht ihn nieder. Zur Ehre. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube... Haltet durch, Männer! Oh, der hält ganz schön viel aus. Na gut, der ist auf Stufe 24. Ich glaube, es war so. Oh Gott. Ah, Mist. In die Schlacht. Mist, Mist, Mist. Sag bloß, der stirbt mir jetzt schon weg. Nein, 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 nein. Ah, gut, sehr gut. Ich dachte schon. Du bist den Stahl nicht wert. Wo ist der Fjalldark, Verräter? Fort. Im Abgrund am Herz der Welt schmiedet ihr den Bann, der unsere Götter wieder auf Io zurückbringen wird. Er ist ein Sohn der Dunklen. Eure Waffen können ihm sowieso nichts anhaben. Aber du wirst uns verraten, was ihn verletzen kann, nicht wahr? Lena, ich... es tut mir leid. Mir auch, Grimm. Denn ich weiß, wie sehr du Kälte hast. Nein! Hör auf! Sprich! Nur eine Waffe. Eine Waffe nicht von dieser Welt kann den Fjalldark besiegen. Und du weißt, wo es eine solche Waffe gibt? Er hat sie vor langem erbeutet und wohl verwahrt. In den Glutfängen hält er sie versteckt. Von einem Feuerengel bewacht. Es ist das Schattenschwert. Es kann ihn töten, aber wer es führt,
dessen Seele ist verloren. Craig, wir müssen weiter in die Glutfänge. Wir werden versuchen, diese Schattenklinge zu erbeuten. Die Stadt gehört euch. Ich werde Chaldun für euch halten. Der Glutstein, der das Tor zum Abgrund öffnet, wird für euch bereit liegen, sobald ihr zurückkehrt. Was ist mit ihm? Er erinnert sich gerade an ein Versprechen, das ich ihm gab. Lena, Mädchen, du würdest noch nicht... Doch, wir würden. Okay, natürlich hat er jetzt wieder volles Leben. Aha! Händler. Leb wohl, Grimm. Oh, Lena. Du hast das gut gemacht. Es war schwer für dich, ja, aber... Okay, hier geht's in den Abgrund. Aber wir haben Grimm besiegt. Wir haben den Verräter in seine Schranken gewiesen. Oh Gott. Okay. Eine Klinge nicht von dieser Welt kann den Fialdag besiegen. Und genau das ist es, was Breath of Winter so besonders macht. Wir müssen das Schattenschwert finden. In jedem Spellforce gibt es ja ein besonderes Artefakt. In Order of Dawn gab es ja den Phönixstein. Nur er kann den Seelenschmied besiegen. Nur er kann den Dunklen aufhalten. Und hier ist es halt das Schattenschwert. Es ist der einzige Weg, um einen Fialdag zu besiegen, einen dunklen Prinzen. Deswegen müssen wir jetzt in die Glutfänge, das ist unsere nächste Aufgabe, um das Schattenschwert zu finden. Aber erstmal looten wir den nutzlosen Körper von Grimm. Wenigstens hat er uns noch Sachen erzählt, bevor er gestorben ist. Das muss man ihm ja auch mal hoch anrechnen. Okay, warum hat er einen Diener des Frostes dabei und ein Eisschild, wenn er die Kälte hasst? Kriegslanze, Feuerklinge. Oh mein Gott. Ja. Stachelwehr. Na gut, das brauche ich nicht, aber eine Sternmünze. Siehst du, Lena, er war uns im Tod doch noch nützlich. Oh, eine Feuerklinge. Und ich kann sie benutzen. Oh mein Gott, ich bin gerade happy. Ich bin gerade so happy. So, ich kann meinen Diener des Frostes, den ich eh nie benutze, austauschen. Und den Eisschild. So, Craig kann uns jetzt nichts mehr Nützliches sagen. Meine Leute gehen mal zu Morna, die ziemlich alleine da rumhockt. Und ich gehe jetzt nochmal zu diesen Händlern und gucke mal, was die noch im Angebot haben. Ist aber merkwürdig, dass die hier nicht angezeigt werden. Aber vielleicht sind das Händler, die nicht original ins Spiel eingebaut worden sind. Ich weiß es nicht. Ich benutze jetzt keinen Mod oder so. Diese Karte ging relativ flott vonstatten, muss ich sagen. Ich überlege mir, ob ich vielleicht noch ein paar Nebenquests machen soll, aber... Nee, der Schatz aus Theondria, da muss ich ja eh in die Glutfänge, ne? Ja, genau. Da kann ich die Nebenquests gleich so machen. So, was hast du, Hilmar? Ah, Talmagie zum Verkaufen. Perfekt. Grummorku. Was hast du? Ah, Sachen. Gute Sachen, die aber wahnsinnig teuer sind. Was hast du? Nöcherne Hose. 17. Ne, brauche ich nicht. Strahlender Kettenpanzer, Stufe 28, schwere Rüstung. Okay, das klingt nice. Das klingt gut. Essenzhelm. Geisterhandrobe, das ist die, die Rohlen getragen hat. Oder Erzmagier. Na, die kriege ich bestimmt noch im Verlauf des Spiels. Deswegen lasse ich das mal. Okay, meine Aufgabe ist jetzt klar. Ich habe jetzt wirklich keine Nebenquest mehr. Ich könnte die Knochenschnitzer-Quest machen, aber wozu? Ich will eigentlich ehrlich gesagt, zum einen möchte ich mich vor dieser Karte drücken, vor den Glutfängen, weil die sind wirklich, wirklich schwer und nervig. Zum anderen... Zum einen möchte ich sie schnell hinter mir haben, zum anderen möchte ich mich davor drücken. Und ich werde jetzt diese Session für heute beenden. Und in der nächsten Session werde ich mich dann entschieden haben, ob ich direkt in die Glutfänge gehe oder ob ich zuerst nochmal die
ich noch einen Schnister-Quest weitermache. Mit Shaldun sind wir jetzt fertig erstmal. Und im nächsten Part, ja, wie gesagt, werde ich mich entschieden haben. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Bis dann. Ciao.